Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Yo, what's poppin'? This is Money Boy, aka Wise and No Plug. Bei so einer Gesprächssession oder so. Was? Ich hab jetzt. Ja. Oh, Alter, krass. Yo, what's poppin'? This is Money Boy, aka Wise and No Plug. Better come shop session hier in Berlin im Studio. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht verstehen, was hier gesagt wurde, aber ich kann's mal versuchen. 16 saß. Ich bin hier mit Heino. Ich bin hier mit dem Homeboy. Mit dem Homeboy. Und aha. Zeit ist Zeit und Geld ist Geld. Zeit ist Zeit, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir sind sowieso immer am Fappen, also, ich get it. Yes, sir. Sweat. Fresh. What? Ballen. Marketing. Ich kann mir so vorstellen. Ich weiß schon, warum ich kein Hip-Hop höre. Cardi B, Banger oder so. So ein. Na gut, es gibt Ausnahmen. Wie zum Beispiel Dame oder Exucut. Es gibt Ausnahmen. New York, Berlin, orientalisch, Instagram, Trap Beat und alles mögliche. Type, Clubbanger und so. Und was ich eigentlich schon immer geahnt habe, ist Crystal Meth. Ja. Auch eine Crackpipe und so. Es gibt mir immer so einen Push. Ja. Boah, ich hätte Bock auf so eine schnelle Nummer mit dir. Mhm, ja. Ich guck zu. Ja. Ja. Für mich, was Psycho Dinos mitbringen muss, dass ich da anfange zu riden, wenn du mich jetzt so fragst. Er muss hart sein. Ich bin. Ach was, es wäre ja schlimm, wenn nicht. Wie willst du sonst reindrücken? Nicht mega vertraut mit seinem Kopf, aber jemand, der so gay ist, der ist. einfach mega gay. Also. Ich hätte gedacht, nein. Money Boys Schwanz. Habt ihr ihn das über mich auch gefragt? Nee. Er ist. Interessante Themen hier. Immer am Pulsieren, das hat mich eher angetan und da habe ich auch echt Bock drauf gehabt. So. Ich glaube, ich bin ja in die falsche Welt gerutscht. Können wir auch gleich filmen alles. Lass mal recorden. Ja, oh. No more. Nein, bloß nicht. Dann, ich fange einfach mal den Drums an. Ja. Was die Drums müssen hitten und die Hits müssen drummen. Das für mich wichtig, dass ich den Flow catche. Ich mache immer so lange, bis sich für mich irgendwas cool anhört. Gut. Ich war ja. Also wenn das so, also so kann ich auch Musik mixen. Auch keine Songs von ihm, deswegen habe ich da. Keinen Bock drauf gehabt, so. Ja, deswegen dieser Song, dieser Beat. Ah, verstehe. Hätte ich nicht anders gemacht. Ich mache immer so lange, probiere ich rum, bis sich für mich irgendwas schwul anhört. Mit genau so läuft es bei mir auch ab. In einem random Randstrument zum Beispiel. Jetzt habe ich ein. Random Randstrument? Was ist eine Randstrument? Bestimmt die neue Art von Instrument. Eine erkältete Harfe. Erkältete Harfe, genau. Die habe ich ständig rumstehen. Nur ein Drumsound. Die hört sich aber gesund erkältet an. Und dann probiere ich mir den Sounds rum. DSL-Modem. Genau, DSL-Modem gehört in den Beat auf jeden Fall. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel noch dieses Sample rumfliegen gehabt. Das klingt so. Wenn man das umdreht, dann klingt der Anfang wie, Achtung. Ja, mit dem Kudasser. Ob ich selbst dann. Das muss ja eine Zauberkunst sein. An Songs arbeite. Ja, Im Endeffekt nicht, was die Texte werden alle von meiner Katze geghostwritet. Ich gebe ja. Ach, das erklärt einiges. Natürlich auch Money. Und sie freut sich natürlich. Ey. Ja, lass mal recorden, ja, das ist nice. Ey. Okay, passt. Ja, das würde ich hören. Hook ist im Kasten. Machst du einen Hook als erstes? Mach ich immer als erstes. So 40 Cent hat das schon immer gesagt. Ich könnte jetzt so machen, wie die Army-Rapper machen. Einfach rein scheißen in die Buchen. Lass mal recorden, das ist nice. Okay. Ich fange an. Nice. Okay, Hook ist im Kasten. Ich glaube, das wird ein anderer Money Boy, aber trotzdem noch Money Boy. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein anderer Money Boy, aber. Entscheid trotzdem dich! Der Money Boy, wie man ihn kennt, aber ein bisschen ein anderer Money Boy. Wäre das nicht geil, wenn der Song 3 Minuten nur so geht? Der weiß, den sie gerade eingeblendet haben, der links an der Seite, der weiß gar nicht, was abgeht. Der sitzt einfach nur da, als ob ich sitze hier, weil ich hier sitzen muss. Sekunden, das ist nice. Spiegel. Na gut, solange Fersters rumsitzen bezahlt wird, warum nicht? Bester Job der Welt, Mann. Spiegel. Okay, passt. Du passt. Der Hook ist im Kasten. Hier, passt. Das ist ein
Deutschrap in ein Video erklärt. Ein sehr, sehr lustiger Fun Fact. Wir haben jahrelang, bestimmt 2, 3, 5 Jahre, immer 5 Minuten vor Auftritt, da haben wir uns immer in die Hose geschissen. Ja, das mache ich auch ständig. Classic. Das ist wirklich Classic, man kennt es. Das ein scheiß Lampfieber. Die Qualität. Wo ist mein Vokabelheft? Die Quality Control ist für mich viel wichtiger geworden und ich möchte mich selber zufriedenstellen. No more. Wollen wir kurz mal ins Video reingehen? Nein. Das war's. Es war aber geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.